Also nehmen wir komplett aufgepowert, ja? Mhm. Gut. Da du mich ja daran gehindert hast, Builds aufzupimpen, nehme ich jetzt halt doch wieder Cell. Scheint nicht zu wirken. Nehme ich ihn aber wenigstens in seiner schönsten Färbung. So, Nino ist raus. Jetzt wieder da. Jetzt ist er wieder da. Jetzt mag ich ihn aber nicht mehr. Wieso? Den Nino, der vor einer Minute drin war, den konnte ich noch leiden. Aber der jetzt gerade neu ins Gespräch reingekommen ist, der ist mir irgendwie unsympathisch. Der muss meine Sympathie erst noch verdienen. Rüdiger, soll ich ein Eis kaufen? Ja! Oh ja, jetzt hab ich dich hier. Oh Nino! Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen stärker. Nein! Um 35 Punkte bin ich stärker. Woran seht ihr das schon? Weil wir auf einer Seite sind. Ach so, okay, weil ich sehe nämlich noch gar nichts. 35 Punkte! Kann doch nicht wahr sein! Doch, kann es! Rüdiger ist fertig. Gut. Jo. C16. Das ging zu schnell. 2500 seid ihr des Wahnsinns. Ich habe gehört, dass es auch Leute gibt, die 7000 Punkte haben. Wie geht das denn? Was? Das weiß ich nicht. Ich denke mal nicht auf normalen Wege. Das ist unmöglich. Ich denke, dass da auch dann Cheats sind. So, gegen wen darf ich? Na, komm her! Boah, die zwei Götter gegen Trunks, ey. Sind wir jetzt doch in einem Team, oder? Ja. Ich hab nicht die geringste Ahnung, sieht so aus, ja. Anscheinend doch. Das ist anscheinend doch ein Teamkampf jetzt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt dann anscheinend. Wir müssen doch wiederbeleben. Ja, ich kann aber zumindest mal gegen euch kämpfen. Also von daher seid ihr wohl wirklich gegen mich, ja. Definitiv. Aber. Die Götter gegen Cell. Super, als ob ich da eine Chance hätte bei euren. Aber Wert. Ich werde nicht gegen dich antreten, Rüdiger. So fair bin ich dann schon. Weil da hättest du keine Chance. Nee, bei den Werten überhaupt. Das ist echt. Also übel. Gegen dich werde ich nicht antreten. Da brauchst du keine Angst haben. Oh Gott, das machen schon die anderen. Aua. Oh. Halt, Moment, ja. Ich habe gerade gesehen, dass du das bist, okay. Und du hast einen Gott verletzt. Möge der göttliche Zorn dich treffen. Wir könnten ja aber mal versuchen, unser Resümee abzugeben, oder? Spiel ist scheiße. So. Au. Wow. Broly, nein. Ach, komm nicht ran. Ja, also ich, es ist schon okay, aber in manchen Teilen ist es dann doch schon etwas unfair. Ja, auf alle Fälle. Also manche Missionen waren wirklich unnötig kompliziert. Manche waren auch einfach so extrem lange, hat mich wie die 59, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Das ist dann schon extrem frustrierend, wenn man so weit gekommen ist und dann kommen dann plötzlich Builds und weiß nicht, ist nicht mein Fall. Interessant. Die letzte Mission fand ich hingegen schon interessant, dass man dann nochmal gegen alle kämpfen muss. Ja, die ist cool auf alle Fälle. Das war nochmal was schön zum Schluss. Aber, Aber ansonsten, das Spielprinzip finde ich eigentlich recht genial, dass man mal mit anderen zusammen im Koop zusammenspielt und mehrere auf der Fläche hat. Es kann zwar hektisch werden, aber so schlimm fand ich das jetzt auch nicht. Es war mitunter halt schon sehr hektisch. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass Einzelkämpfe so gar nicht möglich sind. Ja, das hätte man machen können, optional noch irgendwie. Nur im Extra-Modus, oder? Ja. Dass das alles im Team ablaufen muss, finde ich halt ein bisschen schade. Ansonsten aber wirklich ein schönes Spiel vom Kampfsystem her, um Längen besser als Ultimate Tenkaichi. Aber hallo. Definitiv.
Und was viele an Kritik angesehen haben, finde ich gar nicht so schlimm, dass die Story nicht mehr original folgt, sondern etwas angepasst wurde. Ich finde das gar nicht schlimm. Ja, durch die Teamkämpfe weicht es natürlich von der Story ab. Ja, aber wirklich schlimm ist das nicht. Dass man das dann als komplett schlecht bezeichnen würde, das Spiel. Das tun, das tun ja leider viele in irgendwelchen Reviews oder Rezensionen, die ich so lese. Es ist kein schlechtes Spiel, auf keinen Fall. In erster Linie geht es ja auch um den Spielspaß. Vor allem dieses kein normales Kampfspiel im traditionellen Sinne, sondern eher ein Teamspiel. Da man hier mit anderen zusammenspielen soll. So, du stirbst jetzt langsam mal. Mann, C16 wird dann dauernd wieder geheilt von irgendwie unten. Oh Mann, ich krieg den einfach nicht K.O. Ups, das bist du, okay. Ja, ich bin dieser komisch rosa leuchtende Cell. Ich habe aber wieder auf Trunks gewechselt, keine Sorge. Oh komm, jetzt C16. Gut. Endlich hast du ihn mal tot gekriegt. Ich glaube, ich habe ihn tot gekriegt. Boah, ja. Trunks, ey! Entschuldigung, ich hab das Spiel gesehen. Du kannst mich für ruhig angreifen, ich greif dich aber nicht an. Okay. Weil du sonst keine Chance hättest, meine Angriffe zu überleben. Ne, bei den Werten definitiv nicht, das stimmt schon. Zeit abgelaufen. Aber trotzdem mache ich das. Au, danke. Sieg! Ja! Abgewehrt! Wow! Ich war der Punkteholer für unser Team. Nullmal gestorben und 9 vernichtet. Broly, Trunks, ich bin stolz auf euch. Unfassbar. 0 Punkte geholt, die beiden. Die Grafik des Spiels fand ich aber auch richtig schön. Die konnte sich auch sehen lassen, finde ich. Ja, die Grafik ist toll, auf alle Fälle. So, das Letzte, was wir dann noch machen, ist ein Dragon Ball-Kampf. Oh, jetzt seid ihr zusammen auf einer Seite. Das heißt, das wird dann also auch gemischt. Okay. Enttäusch mich nicht, Rüdiger. Yay! Wie könnte ich? Die Musik und die Soundeffekte waren auch richtig schön. Was ich halt schade finde, dass man sich auch nicht im Kampf in den Super Saiyan verwandeln konnte. Das hätte man eventuell auch noch irgendwie hinkriegen können. Das wäre sicherlich nicht das Thema gewesen. Finde ich auch ein bisschen schade. Genau wie der Offline Versus Mode. Da hätte auch irgendwas passieren können. Naja. Aber im Großen und Ganzen kann man zufrieden mit dem Spiel sein. Auch dass man die Charaktere farblich etwas anpassen kann, hat schon ein bisschen mehr von Customization als bei Budokai 3 damals. Haben sie ja gesagt, oh, du kannst den Charakter so verändern, wie du willst. Ne, vergiss es. Ja, perfekt. Ah. Da geh ich mal direkt auf Keanu. Ich weiß aber gar nicht, was muss man denn jetzt da machen? Ja, die Dragon Balls sammeln. Diese orangenen Punkte auf dem Radar, ja. Boah, scheiße! Cell hat sich gerade in die Luft geglitscht. Autsch. Du lässt mich aber auch nicht zur Entfaltung kommen. Ja, weil ich genau weiß, dass du scheiße bist! Danke! Na super. Und deshalb klatsche ich dich gerade. Rüdiger, hilf mir doch! Ich war gerade dabei, einen Dragon Ball zu sammeln. Scheiße. Au. Aua. Na super. Boah, ich wollte gerade sagen, du hast eine Chance und dann haust du voll daneben. Was? Goldo, mit den scheiß Dragon Ball.
war. Danke, Guldo. Und Grenzbrecher Kamehameha! Was heißt Grenzbrecher? Ja. Ist mir noch gar nicht. Name. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wow. Ach, du lebst schon wieder, scheiße. Mhm. Wow. Bin ich mein Dragon Ball wieder los? Meine Güte. Ja, das läuft ja so beschissen gerade. Das Coole ist, der hat auch dieses... Now I'm really mad. Der ist auch really mad. Ja, bei ihm heißt das Drachenschlag. Boah, es ist nicht so gut für dich ausgegangen gerade. Ja. Das gibt Rache. Now I'm really mad. Oh, zu früh. Nein. Ja. Wie kümmere ich mich gerade gar nicht so wirklich darum, Dragon Balls zu sammeln? Es macht mir mehr Spaß, irgendwie auf die Omme zu hauen. Ich laufe übers Land. Verdammt. Nein! Nimm das! Nein! Boah, meine Verteidigung kam nicht mehr richtig. Ich hab dich aber jetzt im Visier, ey. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh. Man verliert alle Dragon Balls mit einem Schlag? Oh. Okay. Ich hatte 4 Dragon Balls und die habe ich alle mit einem Niederschlag verloren, das kann aber nicht wahr sein. Eigentlich darfst du nur 2 haben, du bist ein Mann. Meine Balls, ja, oh Gott. Na super. Jetzt bin ich 12 Sekunden down, das darf doch nicht wahr sein. Oh, damn. Ah. Party. Nein, lass mich in Ruhe! Nein! Von Himmel geschossen! Oh. Boah, ist das eng hier. Boah, das ist... Das finde ich mal recht spannend. Scheiße. Naja, es hätte spannend werden können. Jetzt ist es vorbei. Ja, wir hatten gerade 0 und ihr hattet 6. Shit! Seht ihr, wie schnell das Blatt wenden kann? Boah, unglaublich. Mit einem Cyberschild. Wunderbar. Nein! Och, Rüdiger, du dumme Sau. Cyberschild gespamme. Du kannst das Spiel nicht spielen. 5, 2. Es gibt auch irgendeinen Erfolg, wo man alle irgendwas einsammeln muss in so einem Kampf. Ha! Das haben wir gerade echt Aua! Nein! Steck dir mir die Hälfte der Dragon Balls weg. Schäm dich, Guldo. Steht's gerade echt ohne? Nein, verdammt, wir haben's doch verloren. Ey. Boah, boah, komm schon! So ein Mist! War das jetzt 3 zu 3? Unentschieden? Weiß ich nicht. Unentschieden. Aber ich finde, damit kann man zufrieden sein. Das denke ich auch, das war richtig spannend. Egal, wir sind alle Verlierer. Rüdiger, wir waren gleich gut. Sehr gut. Alle die Computergegner haben die Dragon Balls gesammelt, wir nicht. Wir sind so schlecht, ey. Dafür habe ich die meisten besiegt. Ich hatte zwischenzeitlich mal 4 Stück, ey. Mann. Wir hatten zwischenzeitlich 0 und ihr 6 und dann BÄM! So schnell kann... Also ich finde, diesen Modus, der macht wirklich Spaß. Ja, der Dragon Ball Sammler, Dings da, Bums da, das macht echt Spaß, das stimmt. Da muss man wirklich richtig aufpassen, dass man die Dragon Balls auch sammelt. Ich war teilweise nur mit Kämpfen beschäftigt und kam dann nicht mehr aus der Lock-On-Funktion raus, um die Dragon Balls zu sammeln. Ach ja. Na gut. Dann würde ich sagen, dieses Projekt ist damit beendet. Oder haben wir noch irgendwas, was man hier noch zeigen kann? Ich glaube aber nicht. Nee, nicht, dass ich wüsste. Jo, wüsste ich auch nicht. Und ob ich die eine Freezer-Mission dann tatsächlich noch zeigen werde, ich weiß nicht.
ist eigentlich nichts Besonderes. Es ist wieder nur eine Tutorial-Mission, wo man mit Goku gegen die ganzen Freezer-Formen kämpft. Dann irgendwann die Genki-Dama macht. Zu zeigen ist das nicht so vom Belang. Ich denke mal, dass ich dann das nicht machen werde. Soweit haben wir aber alles gezeigt, was das Spiel zu zeigen hat. Bis auf jetzt die ultimativen Angriffe, aber das möchte ich dann jetzt nicht mehr machen. Oder die letzten beiden Charaktere. Wir haben ja nicht gesagt, dass das ein 100% LP ist. Wir haben sogar nicht gesagt, dass so Rüdiger dabei ist die ganze Zeit. Anfangs waren es ja nur ein paar Parts, jetzt war es das ganze Spiel lieber. Alleine hätte ich das aber nicht geschafft. Ja, das ist also wirklich böse, manche Missionen alleine. Da wäre ich jetzt wahrscheinlich gerade mal in der Cell-Saga, würde ich sagen. Ja, diese eine letzte Cell-Mission, da ist einfach zu heftig. Naja, Rüdiger, irgendwelche letzten Worte zu dem Projekt? Ja, also wie gesagt, es ist ein schönes Spiel auf alle Fälle. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Also generell, das ganze Projekt hat sehr viel Spaß gemacht, hat auch nicht so viel Zeit in Anspruch genommen, wie ich gedacht hätte anfangs. Insofern bin ich sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Ich denke, wir sind insgesamt ganz gut durchgekommen. Natürlich auch dank, oder hauptsächlich dank Nino natürlich, der uns dann noch unterstützt hat. Ich glaube, zu zweit wäre das echt verdammt schwer geworden. So haben wir dann aber doch noch die Möglichkeit gehabt, das ganz gut hinter uns zu bringen. Und ja, ich bin da unheimlich zufrieden mit dem Projekt. Es hat viel Spaß gemacht. Und was meinst du, Nino? Du konntest ja kein wirkliches Resümee zu dem Spiel abgeben. Jetzt hast du auch mal eine Chance. Ja, also das Spiel hat mir auch ganz gut gefallen. Also von den Dragon Ball Spielen habe ich ja immer Abstand genommen, bis auf Budokai Tenkaichi 3. Das war mein einziges Dragon Ball Spiel bisher. Ja, ich habe es auch nur spontan gekauft, weil ich hatte nichts mehr zum Zocken. Guter Grund. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja komm, hol's jetzt mal. Du hast ja das Geld. Nö, Spiel hat mir auch auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es da so Missionen gab, wo ich echt verzweifelt bin. Ja, hat mir auch Spaß gemacht, euch zu helfen. Vielen Dank dafür, dass ihr mich da mitgenommen habt, sozusagen. Und ja, mehr habe ich nicht mehr zu sagen. Ja, dann ist das Projekt damit offiziell beendet. Uns gemeinsam hört man dann ja wieder bei Mario Kart 8, sobald das released ist. Genau. Und dann passt das. Dragon Ball-mäßig wird es bei mir wahrscheinlich nichts mehr geben, außer es kommt nochmal was richtig Interessantes. Wenn das nicht der Fall ist, dann bei mir schon mal nicht mehr. Wie es bei Rüdiger aussieht, weiß ich jetzt nicht. Da ist noch was geplant, da ist noch was sehr Nettes geplant. Dieses Budokai HD war das, oder? Ja, wird unter anderem damit vorkommen. Ich habe das Projekt ein bisschen umgestaltet. Was das genau allerdings sein wird, da werde ich erst kurz vor meiner Sommerpause mit rausrücken, was ich davor habe. Also das wird schön. Geheimniskrämer. Da kommt noch ein sehr schönes Dragon Ball Projekt auf alle Fälle. Na gut, dann würde ich an der Stelle einfach mal sagen, das war euer Keanu zum letzten Mal mit Let's Play Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi nicht. Das Projekt habe ich hier schon vor anderthalb Jahren oder so beendet, sondern mit Battle of Z. Mit dabei waren. Tja, wer war mit dabei? Ja, Weehawk LP. Und Nino. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.